Heyo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Team Weapp Kanal. Yo, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin ein neuer Commentator und ja, in dem Video möchte ich mich nur kurz vorstellen und ich habe auch noch ein kleines Thema mit dabei. Im Hintergrund seht ihr eine 70er Gunstreak mit der BRL auf Solar, Flawless war es glaube ich auch und ja, checkt auf jeden Fall mal den Gameplayer-Spieler ab und werde in den kommenden Tagen auch mein erstes Video uploaden und ja, deswegen wäre es cool, wenn ihr auch mal bei mir vorbeischauen könntet. Jo, dann komme ich jetzt mal zu mir. Ich bin der Simon, bin 14 Jahre alt und zock schon seit ungefähr einem Jahr COD. Ich habe damals auf dem PC angefangen, aber es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, da dort nur so um die 2000 Spieler online waren. Und ja, das war einfach viel zu wenig, man konnte keine Gameplays erspielen. Und ja, dann bin ich jetzt vor ungefähr ja, 3 Wochen auf die PlayStation gewechselt. Und ja, dann war ich auf der Suche nach einem guten Clan, der auch gute Qualität hat und ja, dann bin ich halt auf den Team Weapp Kanal gestoßen. Ich fand die Videos sehr gut und da ich halt auch ein gutes Equipment habe, sprich ein gutes Mikro, einen guten PC und ein Aufnahmegerät und ja, was weiß ich, habe ich gedacht, kann ich einfach gut als Commentator joinen. Ich bin aber noch leider nicht so erfahren mit dem Kommentieren, aber ich hoffe, das passt schon und ja, dann bin ich halt jetzt vor kurzem gejoint und nehme jetzt auch schon das erste Commentary für euch auf. Freut mich auf jeden Fall und ja, das war's eigentlich zu mir, dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Ja, das Thema ist Black Ops 3, die letzte Hoffnung bzw. die letzte Chance für COD. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich kriege jetzt nur noch mit, dass viele Leute einfach nur noch COD quitten bzw. fast gar nicht mehr spielen. Viele spielen einfach nur noch andere Spiele wie zum Beispiel FIFA, CSGO, League of Legends, Battlefield oder was weiß ich, denn ja, AW ist einfach nur noch mit einem Reverse-Boost-Account möglich, beziehungsweise das Matchmaking hat halt alles kaputt gemacht, dass es halt nach KD gerichtet ist. MW3 ist mittlerweile auch unspielbar geworden, wegen den ganzen Hackern. Black Ops 2, ja, bockt sich eigentlich noch, aber ja, nach 3 Jahren jetzt ist eigentlich schon extrem ausgelutscht und ja, von Ghost brauchen wir erst gar nicht anfangen zu sprechen. Das zocken sowieso nur 2 Leute oder so und ja, also ich zock auch nur noch sehr wenig. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr noch viel COD zockt. Ich bin auf jeden Fall viel am Realiven, habe auch viel mit der Schule zu tun, aber zum Glück sind ja auch in ein paar Wochen schon Ferien, zumindest hier in NRW. Und ja, dann werde ich auch noch ein bisschen zocken, aber COD denke ich nicht mehr so viel. Und ja, ich hoffe einfach, dass Black Ops 3 richtig geil wird, dass es einfach wieder richtig Spaß macht, so wie Black Ops 2, die früheren Black Ops 2 Zeiten. Und ja, meine Wünsche für Black Ops 3 wären einfach natürlich die AN, die SCA, Multiteam und natürlich den Orbi. Ein gutes Matchmaking wäre natürlich auch nicht schlecht, also dass es halt nicht so wie ein AW wird, dass man halt auch mal eine Noob-Lobby findet. Und ja, ein stabiles Online-System natürlich, dass die Server gut laufen und was weiß ich, ein guter Hackschutz natürlich, dass es nicht so viele Hacker gibt und ja, mein Fazit ist also, wenn Black Ops 3 scheiße wird, werden sehr viele COD verlassen und ich denke, dass es dann auch sehr wenig Verkaufszahlen gibt und dass COD, sage ich mal, dem Ende, dass COD sich, sage ich mal, dem Ende zuneigt und dass sich das dann, sage ich mal, auflösen wird. Und ja, das soll es eigentlich von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es tut mir leid, dass ich halt auch nicht so erfahren bin mit dem Kommentieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommentieren und Like nicht vergessen. Haut rein. Ciao.